bin hier angestellt als Produktionsmanager und habe hier angefangen im September 2020. Also wir in unserem Department machen eigentlich alles, was mit der Hardware zu tun hat. Das heißt, wir unterstützen die Softwareleute, wenn sie einen Roboter auf eine andere Station benötigen. Wir unterstützen die Jungs, wenn sie Probleme haben im technischen Bereich, was die Controlbox angeht. Das heißt, wir haben auch bei uns Mechatroniker im Team, die beides können. Aber genauso gut liegt das Hauptaugenmerk derzeit auf dem Aufbau einer Montagelinie. Und da läuft gerade das ganze Augenmerk drauf hin, den besten Roboter der Welt zu bauen. Ich bin hier angestellt als Monteur, arbeite in der Achsenmontage, aber manchmal mache ich auch andere Sachen, wie zum Beispiel werde ich jetzt gerade auch ein bisschen in die Lagerlogistik eingelernt, dass ich auch da ein bisschen was weiß, aber hauptsächlich arbeite ich als Monteur hier. Das sind so unsere absolut größten Herausforderungen, diese alles in einer gewissen Zeit und in einer absolut höchsten Qualität sozusagen vom Fließband runterzubringen. Also Zeit ist, das ist die absolut größte Herausforderung in jeglicher Hinsicht. Ich bin auch von Dominik Gruppe, auch vom Produktionsteam, aber zusätzlich noch in Konstruktion auch. Also ich bin hier eingestellt als Mechatroniker. Da habe ich ganz viele Bereiche, eigentlich auch Mechanik und Elektrik. Ich mag hier eher das Familiäre halt auch mein Team, weil wir halt alle auch sehr gut miteinander klarkommen und ich weiß nicht, ich mag es halt einfach sehr, ja. Also die Herausforderung jeden Tag ist es, in der kurzen Zeit das Bestmögliche hinzukriegen.